Ja, wir sind bereit. Und hallo Freunde, willkommen zurück bei Super Smash Bros. Ultimate Let's Play. Wir versuchen natürlich unser bestes King K. Rool hier runterzukriegen. Wie ich euch gesagt habe, mit Yoshi müsste es eigentlich einfacher sein, ihn platt zu machen. Denn, wie ihr seht, ziehen wir weitaus mehr ab. Nee. Hey. Oh Gott sei Dank, ey. Was war das denn jetzt gerade für eine Nummer? Aber wir haben wieder jemanden mit Sturmresistenz. Ich habe übrigens jetzt auch einen Charakter gesehen, nochmal, dass wir doch einen mit Schlafresistenz haben. Als Subgeist. Das ist natürlich sehr, sehr toll. So, hier bräuchte man Gas. Oh Gott. Silver the Hedgehog. Ja, Silver gegen Sonic. Nee, Metall Sonic zumindest. Der Gegner startet mit einem schwarzen Laut gegen Jagd nach Items. Ach du Scheiße. Was zur Hölle? Oh, Freunde, tut mir leid. Ich musste gerade mal etwas husten. Ja, was auch immer das alles macht. Quah. Hat der jetzt gerade eine? Der hat eine. Nee. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Autsch. Nee, Freundchen. Nee. Ach, wir waren so knapp dran vor dem, Super Smash. Nein, will ich nicht, Rinky. Da komme ich echt nicht weg hier gegen das, oder was? Das Ding noch. Jetzt hat der noch ein schwarzes Loch gekriegt, die kriegt die Krise. Hörst du deinen Scheiß? Was alleine? Okay. Ja, die Sonic-Spiele haben mir damals auch geil Spaß gemacht. Ja, zumindest auf der Dreamcast. Das fand ich ziemlich interessant. Wenn ich jetzt wüsste nochmal, wie das hieß. Wurde dann halt durch mit das erste Mal Shadow und so weiter alles hattest als Gegner. Plessy! Kriegen wir hier. Duh, 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 duh.
Oh, dich habe ich ja schon. Gut, weil dich hätte ich das eh mal nämlich auf der Geistertafel sonst genommen. Ist natürlich dann doof, wenn man gegen auf diese anderen Geistertafel. What? Das ging aber flott. Ich glaube, hier würde sich wieder Mario oder so gut machen. Kirby? Ich glaube ich nicht. Bereit? Los! Der haut aber ordentlich zu, wa? Ach stimmt, ich kann ja auch noch Eier werfen, ich Idiot. Könnte die Schildkröte nicht schon weg sein? Ist hier schon wieder mit mehr erhöhter Rutschgefahr oder was? Wir nehmen mal einen anderen Hauptkämpfer, denn das wird so wie immer nichts. Wähle deinen Kämpfer. Wir brauchen echt noch eine Menge auf dieser Geisterwelt, ey. Das ist denn. Naja. Komm, ich will Plessy. Freundchen, hau ab. Ja, komm rüber. Hoppa, ey. Ciao, ciao. Man muss halt nur mit Gegenständen arbeiten, nicht wahr? Ah, verhindert Versinken im Wasser. Oh, das ist immer gut. Was man hier echt alles so beachten muss auf diesen scheiß Geisterwelten. Ja. Zack. Esna. Ah, super. Versuchen wir mal gegen Mewtwo zu kämpfen. Auch wenn das eher eine aussichtslose Sache ist. Lipstick. Hier. Zwei Explosionsangriffe wäre schön zwar, aber nö, nehmen wir nicht. Aus 2. Wann durch Gift? Wählt eigentlich nicht. Da ich nicht weiß, ob ich da irgendwo. Keine Ahnung. Ob hier irgendwie eine Wasserwelt ist. Leichter Dauerschaden für dich, ne? Super. Ja, du scheiß Mewtwo. Werf ihn immer raus mit dir. Hey, hey, hey. Leichter Dauerschaden, schön und gut, aber jetzt ist noch mal lange Reihabend hier. Ich hab doch zuerst! Willst du mich verarschen?
Ne, ganz ehrlich. Hier mache ich so lange weiter, bis ich da den Charakter bekommen habe. Bereit? Los! Ja, mit dem... Nein, der Dings ist weg. Jetzt hat er da so ein scheiß Schild auch noch. Lass mich in Ruhe. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich will doch nur den neuen Charakter haben. Los! Buchmännchen, komm. Ich versuch's erstmal halt mit Greifen. Greifen scheint aber nicht zu klappen. Was zur Hölle war denn das gewesen? Bereit? Los! Niederlage fortsetzen! Ich weiß, es ging irgendwie, dass du hier von Wand zu Wand springen konntest. Oh, na gut. Bereit? Los! Ja, komm. Ganz ehrlich, es ist doch nicht mehr normal. Schöner Smash-Angriff wäre eigentlich nicht schlecht. Von mir zumindest. Kommst du her? Gewonnen! So geht's natürlich auch. Den Scheiß hatte ich nämlich ziemlich häufig früher gehabt mit Mewtwo, dass wenn ich dann irgendwo den Scheiß Ladeangriff aufgeladen habe, ja, dass das mein Untergang war, wenn ich irgendwo rumstand. Oh, Pikachu! Pika, Pika! Na klar, komm. Oh ja. Scheiß Elektrorotte! Dann schläft er ohne hier. Nee, nee, Freundchen. Ich kann mich doch hier nicht von seiner bekloppten Elektrorotte kaputt machen lassen, oder? Nee, 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 mit so einer Blume kannst du nicht ankommen. Muss nie ankommen. Der führt mich vor der Kleine.
Nee! Niederlage fortsetzen! Pika Pika Ratte, du! Ich hasse es! Los! Na, komm her! Ich hasse Pikachu. Für die, die natürlich die, diese Folgen erst jetzt irgendwie mal sehen, ich spiele natürlich auf sehr schwer den Modus hier. Den Geist, die irrenden Lichter. Aha. Hau bloß ab, du Sau. Ein Hähnchen. Hä? Wie? Wo? Was? Hm. Naja, gut. Aber hey, wir haben Pikachu endlich bekommen. Yay! Ich habe immer noch kein einziges Belohnungsjuwel da genommen. Lernjuwel. Oder sonstiges in der Art. Hä? Ich würde schon sagen. Nee. Den Captain ganz bestimmt nicht. Den kriegen wir nicht, aber ich würde gern hier hin trotzdem. Na gut. Ja, wenn er mir den vorschlägt, warum nicht? Gegen einen neutralen. Massenweise Gegner, vor allem sind doch nur 5, oder? Na gut, wenn die echt hier alle hintereinander kommen, das ist kein Wunder mit dem massenweise. Da kommt der. Denn das hier Waffen. Donkey Kong. Oh, wie süß der kleine Goomba ist. Wir bräuchten auch irgendeinen Subgeist zum Springen von Sachen. Aber wo kriegt man die alle her, ne? Walu, oh Gott, wird von Glurak gesteuert. Riesenverwandlung für Gegner. Bitte, was Besseres, danke. Oh, wir sind so ganz knapp drunter, das passt. Es gibt mehr Punkte. Bereit? Los! Ey, 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 ey! Oh, lila Münzen, weil der so riesig ist, oder was? Ja, ich hab auch einen Flammenwurf drauf, mein Freundchen. Alter! Was macht denn der? Gewonnen! Oh!
Glurak im Vulkan. So muss das sein. Ich find's herrlich. Ja, ganz ehrlich, doch, liebe Eldra, versuchen wir noch. Alles andere wird wahrscheinlich dann erst in der nächsten Folge kommen. Brutalander, der Raving Rabbit. Ich bin nicht so schlecht sonst. Okay. Ridley, ja. Komm, geh weg. Okay. Das ist ja Räuberhotzenplatzmäßig hier gewesen. Es ging ja zack, 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 zack. Na, schauen wir mal, was er denn. Ah, ich komme jetzt auf die andere Seite vom Wolyoshi. Das ist schön, dass es hier eine Abkürzung gibt. Ach komm, Fehlung. Ja, komm, wir sind unter 1000. Nee, wir machen so. Zack. Wir sind unter 2000. Lucario mit Fehlung. Starke. Ey, nee, Freundchen. Hier komm, Kikusch. Was soll er? Er kommt doch noch hoch. Ja, scheiße, er ist noch hochgekommen. Ey, Alter, der wird doch nicht nur gewinnen. Nee, gewinnt noch, scheiße. Niederlage fortsetzen. Ja, ein Versuch machen noch, das ist doch nicht die Möglichkeit, dass ich mich hier schon wieder so blöd anstelle. Bereit? Los! Komm, geh weg. Na komm. Na komm. Würde mich jetzt wundern, wenn ich jetzt nochmal verliere, ey, oder? Obwohl. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Scheiße, wann denn? Alter. Nee. Oh Gott sei Dank, ey. Scheiße, wann denn? Aber ganz ehrlich, wie soll man denn die ganzen Subgeister und alles zusammenkriegen? Bum bum. Mortar. Naja, gut. Ganz ehrlich, Freunde, ich würde sagen, das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Wenn es heißt Super Smash Bros. Ultimate. Und warte mal. Und dann schauen wir natürlich dann erstmal nochmal, welche Charaktere wir für alles vergessen haben einzusammeln. Denn hier drüben fehlt definitiv noch einer, aber hier kommen wir leider nicht lang. Ja, Yuri, da habe ich mich zu doof eingestellt. Hier drüben geht's noch irgendwie weiter. Ja. Durch den Tunnel, wie kommen wir denn durch diesen verkackten Tunnel da unten? Ja, wo es da lang geht, wie auch immer, werden wir alles noch in der nächsten Folge erfahren. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich sage nur noch, ciao, ciao.